Sternbilder, Teil 1. Kleine Tipps für den Amateur beim Blick in den nächtlichen Sternenhimmel. Das Inhaltsverzeichnis von Teil 1. Hier nur ein kurzer Blick auf die folgenden Sternbilder. Es gibt einen zweiten Teil mit etwas weniger markanten Sternbildern. Hier die Auflistung. Warum überhaupt dieser Vortrag? Liebe Freunde der Astronomie und der Allgemeinbildung, die Sterne machen uns Freude und regen unsere Fantasie an, man möchte mehr darüber wissen. Mir wurden sie zuerst von meinem Vater bei nächtlichen Spaziergängen erläutert und es ist mein Ziel, heute davon einiges weiterzugeben. Dr. Hans-Jürgen Alexi. Dieses grenzwertig bunte Wimmelbild aus dem Barock soll uns nicht zu sehr verwirren, aber die Vielfalt der Sternbilder kurz andeuten. Sternbilder sind willkürliche und fantasievolle, visuelle Zuordnungen von Gruppen von Sternen, die der Orientierung für Seefahrt, Landwirtschaft und Religion dienen. Schon seit der Jungsteinzeit, besonders aber seit der Antike, werden sie in allen Hochkulturen verwendet. In Griechenland wurden die Sterne zu Figuren von Personen oder Objekten zusammengefasst. Etwa 150 nach Christus wurden von Claudius Ptolemäus 48 Sternbilder definiert. Ptolemäus war ein griechischer Mathematiker und Astronom in Alexandria etwa 100 bis 165 nach Christus. Die moderne Internationale Astronomische Union, IAU, definierte 1922 offiziell 88 Sternbilder und auch ihre Grenzen. Eigentlich sind die Sternbilder aber Trugbilder aus unserem eigenen irdischen Blickwinkel. Die Sterne, die wir zusammenordnen, sind ganz verschieden groß, verschieden hell und stehen in ganz unterschiedlich weiten Entfernungen zu uns. Hier im Bild das Beispiel des Sternbilds Orion, links im Bild, wie wir es sehen, und daneben die Aufstellung, wie verschieden weit entfernt die Sterne von unserer Erde sind. Vorausstellen möchte ich noch ein Zitat von einem unserer großen Philosophen, in diesem Falle von dem Philosophen der Aufklärung, Immanuel Kant aus Königsberg in Ostpreußen. 1788 in der Kritik der praktischen Vernunft sprach er so: Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und größerer Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken mit ihnen beschäftigt. Der gestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. In unserer Wirklichkeit sieht es so aus, dass wir den Blick zum Himmel wenden. Und der Nachthimmel ist schwarz, wir sehen ein paar Pünktchen und wir erkennen zunächst noch nichts. Meine Empfehlung ist daher, und das hat auch mir sehr geholfen, man suche sich zunächst ein bis zwei bekannte und sichere Punkte am Himmel, zum Beispiel die Sternbilder Großer Bär, Großer Wagen oder den Orion. Dann gehe man davon tastend aus und erschließe sich so nach und nach den ganzen Himmel. Hier sind unsere beiden Startpunkte. Zunächst also der große Bär oder große Wagen in seiner natürlichen Darstellung am Nachthimmel. Das ist unser zweiter Ankerplatz am Himmel, das Sternbild Orion, der berühmte Jäger der Nacht mit den unverwechselbaren drei Gürtelsternen. Leider ist der Orion ein Wintersternbild. Und erst ab dem späten Herbst und bis zum Frühjahr zu sehen, der große Bär, große Wagen ist als zirkumpolares Sternbild das ganze Jahr über zu sehen. Hier nur ein paar Folien über die Veränderungen unseres Sternenhimmels im Jahresverlauf. Denn von der Erde aus gesehen dreht sich unser himmlisches Theater ja einmal im Jahr um den Polarstern.
Das Gewimmel der Sternbilder wollen wir dann später klären. Unser Winterhimmel bringt die schönsten Sternbilder. Leider ist es zu der Zeit draußen sehr kalt. Unsere beiden Hauptakteure, Orion und der große Wagen, sind gut zu sehen. Der Frühlingshimmel dreht sich weiter. Die Wintersternbilder verschwinden langsam mit Pegasus und Andromeda. Auch der Orion neigt sich dem Horizont zu. Andere, weniger markante Sternbilder dämmern herauf. Löwe, Bootes und die Krone kommen in den Fokus. Die warmen, angenehmen Sommernächte werden dominiert durch die Hauptsterne aus den Bildern Schwan, Adler und Leier. Die zirkumpolaren Sternbilder bleiben uns immer erhalten. Im Herbst steht das Sommerdreieck noch hoch am Himmel. Jetzt ziehen aber bereits wieder Pegasus, Andromeda, Perseus und der Stier auf, ganz zuletzt auch Orion. Für uns in Deutschland und Mitteleuropa sind die zirkumpolaren Sternbilder von großer Bedeutung. Da sie das ganze Jahr rund um den Polarstern laufen und immer gut zu sehen sind. Hier eine Animation der zirkumpolaren Sternbilder, die ich übernommen habe. Dreh- und Angelpunkt ist im Zentrum der Polarstern, Stella Polaris, zugleich der erste Deichselstern des kleinen Wagens. Und um diesen dreht sich unaufhörlich der gesamte Himmel, hier besonders markiert der große Wagen, und das W der Cassiopeia. Nach der nüchternen Folie, die das reale Himmelsbild darstellt, hier eine bewegte und fantasievolle Darstellung unserer nördlichen zirkumpolaren Sternbilder, immerhin von Albrecht Dürer. Ein wichtiges zirkumpolares Sternbild hoch oben am Himmel ist unser großer Wagen oder großer Bär mit seinen 7 Hauptsternen. Hier kann man sich gut orientieren. Wenn man die Hinterachse des großen Wagens um das 5-fache nach oben verlängert, kommt man auf einen einzelstehenden mittelhellen Stern. Das ist der Polarstern, Stella Polaris. Dort ist immer die Himmelsrichtung Norden. Wenn man dann weitergeht, vom Polarstern Polaris etwa in gleicher Richtung und in gleicher Länge, so kommt man auf das große Himmels-W, unser Sternbild Cassiopeia. Das Sternbild Cassiopeia steht also immer genau gegenüber dem großen Wagen bezogen auf den Polarstern. Der kleine Bär oder kleine Wagen ist ein ziemlich unscheinbares Sternbild und nur bei klarem Himmel besser zu sehen. Wichtig ist zu wissen, dass unser Polarstern bereits der erste Deichselstern des kleinen Wagens ist. Und die Gestalt des kleinen Wagens ist immer etwas gegenläufig zum großen Wagen ihm zugeneigt. Jetzt versuchen wir uns einmal am Himmel zu orientieren und gehen von unseren beiden sicheren Standpunkten aus, von dem großen Wagen und vom Orion. Der große Bär oder große Wagen ist das drittgrößte Sternbild. Es steht im Norden immer zirkumpolar. Der lateinische Name ist Ursa Major und bedeutet eigentlich die größere Bärin. Der große Wagen mit den 7 Hauptsternen ist nur ein Teil des Sternbildes großer Bär, welches größer ist. Die Römer nannten nur diesen Teil Septentriones, die 7 Dreschochsen, die ununterbrochen um den Drehpunkt Polarstern herumlaufen. Die Nordgermanen nannten ihn Wotanswagen und auch die Indianer sahen in ihm 2 Bären. Ursa Major bildet seit 1927 die Staatsflagge von Alaska. Hier das Himmelsbild des großen Wagens mit der Bezeichnung der 7 Hauptsterne.
Interessant ist der zweite Deichselstern. Das ist ein Doppelstern, der kleinere Alkor reitet auf Mizar. Und er wird als Augenprüferlein oder Augenprüferstern bezeichnet, um zu sehen, ob jemand mit guten Augen die beiden Sterne trennen kann. Noch eine wichtige Beobachtung an Ursa Major, dem großen Bären. Hier zunächst das natürliche, das native Himmelsbild des großen Wagens. Die Hinterachse des großen Wagens wird gebildet aus den Sternen Alpha Majoris und Beta Majoris, Dupe und Merak. Wenn man jetzt diese Hinterachse um das Fünffache nach oben, nach Norden verlängert, so kommt man zu einem ziemlich alleine stehenden, mittelhell leuchtenden Stern. Das ist unser Stern Stella Polaris, unser Polarstern. In dieser Richtung ist immer Norden. Man kann sich nachts also nie mehr verirren. Wenn man auf der anderen Seite des Sternbildes großer Wagen die Deichsel verlängert in ihrem Schwung, in ihrem Bogen, dann kommt man zu einem hell leuchtenden großen Stern. Das ist der Hauptstern Arcturus im Bootes, im Bärenhüter. Und wenn man im gleichen Schwunge weitergeht und in gleicher Länge, dann kommt man zu einem weiteren hell leuchtenden Stern. Das ist Spica in der Jungfrau. Zur Mythologie von Ursa Major. Natürlich müssen wir wieder ins alte Griechenland zurückgehen mit seinen fantastischen und oft auch skurrilen und merkwürdigen Geschichten. Also, Zeus verliebte sich, wie so oft, diesmal in die hübsche Kallisto, die Tochter des grausamen Königs von Arkadien. Sie gebar ihm den Sohn Arkas. Hera schäumte vor Wut und verwandelte aus Eifersucht Kallisto in eine Bärin. Nach Jahren traf der jetzt erwachsene Arkas im Wald auf der Jagd seine Mutter. Die Bärin wollte ihn brummend umarmen und er zugleich die bedrohlich wirkende Bärin töten. Rechtzeitig erschien Zeus, verwandelte auch Arkas in einen Bären und schleuderte beide an den Himmel als große Bärin und kleiner Bär. Bei diesem Wurf wurden die Stummelschwänze der Bären langgezogen. Der Bootes oder der Bärenhüter, synonym auch der Rinderhirte oder Bärentreiber. Der Bootes ist ein altes, antikes Sternbild. Er ist zu finden westlich, in Anführungsstrichen links vom großen Wagen, wie beschrieben, dem Schwung der Deichsel folgend, kommt man zu seinem Hauptstern Arcturus. Arcturus ist der hellste Nordstern und der dritthellste Stern überhaupt. Er ist ein roter Riese, daher schimmert er etwas rötlich und hat den 30-fachen Sonnendurchmesser. Hier nur kurz ein Schema, um den langgestreckten Charakter des Sternbildes Bootes zu zeigen. Zur Mythologie des Bootes. Hier ist die Einordnung nicht so eindeutig. Es gibt mehrere mythologische Erklärungen. Eine davon ist, der Bärenhüter sei Philomelos, der Sohn von Jason und Demeter, der den Wagen und den von Ochsen gezogenen Pflug erfunden hat und steht somit für den Übergang vom Nomadentum zum sesshaften Ackerbau. Der Orion sei unser nächstes Sternbild, er ist einer unserer Ankerpunkte am Himmel zur Erforschung der übrigen Bereiche. Das Bild zeigt das natürliche Himmelsbild mit den Hauptsternen. Der Orion steht als markantes Sternbild am Winterhimmel. Der Orion, der sogenannte Jäger der Nacht, wird als Krieger oder Riese dargestellt. Hier ein schönes Bild des Orion, sogar mit Polarlichtern. Die Pfeile zeigen auf die Hauptsterne Betelgeuse oben etwas rötlich und den weißen Riegel unten. Die drei Gürtelsterne des Orion heißen Alnitak, Alnilam und Mintaka. Unter dem östlichen Gürtelstern findet sich der Pferdekopfnebel, eine sehr charakteristische Dunkelwolke vor hellen interstellaren Staub- und Gasnebeln.
Direkt in der Mitte, unter dem Gürtel des Orion, befindet sich der große Orionnebel M42, eine Staub- und Gaswolke, die sogar mit dem bloßen Auge zu sehen ist. Mit dem Fernglas zeigt sich nur ein kleines Wölkchen. In Wirklichkeit besteht der große Orionnebel, wie auch andere Bereiche des Orion, aus riesigen Staub- und Gaswolken mit der Entstehung von Tausenden neuer Sterne und damit auch neuer Planeten. Der rechte Schulterstern des Orion heißt Betelgeuse oder Betelgeuse. Es ist ein alter Stern, ein roter Riese, er schimmert etwas rötlich. Er hat den 600-fachen Sonnendurchmesser und ist 600 Lichtjahre entfernt. Betelgeuse steht kurz vor der Supernova-Explosion, hier im Bild mal als Simulation dargestellt. Der linke Fuß des Orion ist der junge Stern, der junge weiße Rigel, fast 900 Lichtjahre entfernt und 40.000 Mal heller als unsere Sonne. Der linke Schulterstern heißt Bellatrix und der rechte Fuß Saif. Hier noch einmal eine Wiederholung eines Bildes vom Anfang. Es zeigt links unser Sternbild Orion, wie wir es aus dem irdischen Blickwinkel sehen, und rechts die eigentliche Entfernung der Sterne von uns, von unserer Erde. Zur Mythologie des Orion, eine tolle, farbenfrohe, alte griechische Geschichte. Zeus, Poseidon und Hermes machten einen Zug durch ihre Welt und kehrten abends, unerkannt, in der ärmlichen Hütte des alten Hyreios ein. Dieser bewirtete sie freundlich mit Wein und schlachtete seinen einzigen Stier. Zum Dank erfüllten die Götter den sehnlichen Wunsch des Hyreios, nach dem Tod der geliebten Frau doch noch Vater werden zu können. Alle drei entleerten ihre Blase auf die frisch abgezogene Stierhaut und bedeckten sie mit Erde. Nach 10 Monaten wuchs hieraus der Knabe Urion schön und kräftig heran, wechselte diskret den anrüchigen Anfangsbuchstaben und erlebte viele Abenteuer. Er war bei Göttinnen und Frauen beliebt, zum Beispiel auch als Begleiter von Artemis, Diana, und liebte auch selber. Allerdings nicht immer erfolgreich. So ist er verliebt in die Plejaden, in die Töchter von Atlas, dem Träger des Himmelsgewölbes. Er jagt ihnen jede Nacht bei der Drehung des Himmels nach, ohne sie je zu erreichen. Das nächste Sternbild sei Taurus, der Stier. Wenn wir den Gürtel des Orion nach Osten, nach rechts verlängern, dann kommen wir zu Aldebaran, dem Hauptstern des Stieres, dem roten Auge des Stieres, ein roter Riesenstern. Auch ich musste erst länger suchen. Der Stier hat nämlich lange Hörner. Von Aldebaran aus nach Norden, nach oben, kommt man zu zwei mittelhellen Sternen. Das sind die Hörner des Stieres. Direkt rechts neben Aldebaran liegen die Hyaden, ein offener Sternhaufen. Also vom Gürtel des Orion nach Osten, in Anführungsstrichen nach rechts, kommen wir zu Aldebaran, dem roten Auge des Stieres. Und in der Verlängerung darüber hinaus in etwa gleicher Entfernung wieder nach Osten, nach rechts, kommen wir zu den funkelnden Plejaden, den Diamanten des Himmels. Hier noch einmal das natürliche Himmelsbild, wie wir es sehen, von Orion und seiner Umgebung, also mit dem Stier und den Plejaden. Noch etwas zum Hintergrund bei Taurus, dem Stier. Der Hauptstern Aldebaran ist ein roter Riese mit einem 45-fachen Sonnendurchmesser und nur 55 Lichtjahre entfernt. Um Aldebaran liegen die Hyaden, ein offener Sternhaufen aus etwa 350 kühlen, roten, alten Sterne, 130 Lichtjahre entfernt. Bei Epsilon Tauri findet sich der Krebsnebel,
Der Überrest einer Supernova-Explosion, die von chinesischen Astronomen bereits im Jahre 1054 nach Christus beschrieben worden ist. Hier noch einmal eine andere, natürliche Darstellung des Himmels mit Aldebaran, dem Auge des Stiers in der Mitte, den Hörnern links und den Plejaden oben im Bild. Zur Mythologie von Taurus, dem Stier. Wir kennen die Geschichte. Zeus war wieder einmal verliebt, diesmal in die schöne Prinzessin Europa, die Namensgeberin unseres Kontinents. Sie war die Tochter des Königs Agenor aus Tyros in Phönizien. Er verwandelte sich in einen prachtvollen weißen Stier und entführte die Prinzessin über die Wellen, entweder zum griechischen Festland oder nach anderer Darstellung nach Kreta. Hier verwandelte sich der Gott zurück und nahm seine Geliebte mit in den Olymp. Das nächste Sternbild sind die Plejaden oder Atlantiden, das Siebengestirn. Sie sind zu finden vom Gürtel des Orion aus über Aldebaran vom Stier in Verlängerung weiter nach Osten, nach rechts. Die Plejaden sind die strahlenden Diamanten des Himmels, wie man zwar nicht mit bloßem Auge, aber bereits mit dem Fernglas sehen kann. Sie sind ein offener Sternhaufen M45 mit jungen Sternen etwa 125 Millionen Jahre alt und etwa 400 Lichtjahre entfernt. Mit dem bloßen Auge sieht man 6 bis 9 Sterne, sie werden ja auch als das Siebengestirn bezeichnet. Mit dem Fernglas sieht man etwa 40 und mit dem Teleskop 1200 Sterne. Hier ein schönes Bild, das ein ESA-Astronaut von der Internationalen Raumstation aus aufgenommen hat, von seinem Heimatland Italien. Rechts schimmern die Plejaden durch die Erdatmosphäre hindurch. Um den Stern Alkyone liegen bis zu 1200 heiße, blaue, junge Sterne mit den Resten der Gaswolken, aus denen sie entstanden sind. Ferner befinden sich im Sternbild mehrere Reflexionsnebel, zum Beispiel Maya, Merope und Barnards Nebel. Zur Mythologie der Plejaden. Die Plejaden sind die sieben Töchter des Titanen Atlas, des Trägers des Himmelsgewölbes und seiner Frau Pleione. Es sind Alkyone, Asterope, Kelaino, Elektra, Maya, Merope und Taygete. Diese bezeichnen die hellsten Sterne. Sie werden von Orion begehrt und jede Nacht verfolgt, jedoch nie erreicht. Das alte, antike Sternbild wurde erstmals von den Sumerern als Siebengottheit beschrieben, später auch von den Assyrern, den Ägyptern und auch in der Bibel. Auf unserer Himmelsscheibe von Nebra sind sie ebenfalls abgebildet. Das nächste Sternbild ist Auriga, der Fuhrmann. Es ist zu finden von Orion nach Norden, nach oben, hoch im Zenit. Auriga ist das große, unregelmäßige Wintersechseck des Nordhimmels und eines der 48 alten ptolemäischen Sternbilder. Es ist benachbart zum Stier und über den Stern Beta Tauris, das linke Horn des Stiers, sogar mit ihm verbunden. Der Hauptstern des Fuhrmanns Auriga ist Capella, ein gelblicher Doppelstern, 42 Lichtjahre von uns entfernt und der dritthellste Stern des Nordhimmels. Wenn man tiefer hineintaucht, ist es noch komplizierter, ein System mit 4 gebundenen Sternen. Hier zur Memorierung nochmal ein Schema, welches das unregelmäßige Sechseck von Auriga darstellt. Die Milchstraße zieht durch das Sternbild, dadurch finden sich hier einige interessante Objekte, zum Beispiel 3 offene Sternhaufen, M36, M37 und M38. Zur Mythologie von Auriga, dem Fuhrmann. Es gibt mehrere Deutungen. Die Babylonier sahen in dem Sternbild einen Fuhrmann, Rukubi. Die Römer
sahen in Auriga einen Wagenlenker oder Steuermann. Sie deuteten ihn als König Erichthonios, den Ersten von Athen, der als erster vier Pferde vor einen Wagen spannte. Noch früher wurde ein Hirte mit einer kleinen Ziege auf dem Arm gesehen. Capella bedeutet Zicklein. Nach der griechischen Mythologie wurde Zeus als Knabe in einer Höhle mit Milch versorgt, entweder von der Nymphe Amalthea selbst oder mit Hilfe einer Ziege, da sein Vater, der Titan Kronos, ihn töten wollte. Unser nächstes Sternbild, Canis Major, großer Hund, erreicht man, indem man vom Orion aus die Gürtelsterne nach Westen, nach in Anführungsstrichen links unten verlängert. So gelangt man zu dem hell leuchtenden Stern Sirius, dem Hauptstern des großen Hundes und dem hellsten Stern am gesamten Himmel überhaupt. Sirius ist uns mit 8,7 Lichtjahren sehr nahe. Er ist ein weißer Stern mit der 23-fachen Leuchtkraft unserer Sonne und besitzt 10.000 Grad Kelvin Oberflächentemperatur. Als Doppelstern hat er einen weißen Zwerg als Begleiter. Die Milchstraße zieht durch das Sternbild und 2003 wurde dort die nächstgelegene Galaxie entdeckt. Das ist die von Staub verdeckte und daher optisch nicht sichtbare Canis Major Zwerggalaxie. Zur Mythologie des großen Hundes Canis Major. In Ägypten stand der große Hund für Anubis, den schakalköpfigen Wächter der Totenwelt. Hier erschien der verehrte Sirius am Morgenhimmel im Frühjahr und kündigte die fruchtbare und lebenswichtige Nilüberschwemmung an. In Griechenland dagegen erschien Sirius im Hochsommer und kündigte die Dürre und Trockenheit der Hundstage an. Schon die Babylonier sahen in ihm einen Jagdhund. Die Griechen sahen in ihm den Hund der Aurora, der Göttin der Morgenröte und damit den schnellsten aller Hunde. Das Sternbild Canis Minor, kleiner Hund, ist ein sehr unscheinbares Sternbild. Es besitzt den Hauptstern Procyon, das ist der achthellste Stern überhaupt. Procyon ist zu finden links von Orion, also westlich, in Höhe von Betelgeuse, dem rechten Arm von Orion. Man findet Procyon und damit den kleinen Hund, also westlich von Orion, vom Gürtel ausgehend oder von Betelgeuse nach Westen, nach links. Man kann auch von den Gemini, den Zwillingen, nach Süden, nach unten gehen und stößt auf Procyon. Hier noch einmal die zwei Sterne dieses kleinen Sternbildes. In der Antike wurde sogar nur Procyon zum Canis Minor gezählt. Hier noch einmal ein Übersichtsbild mit Orion und Sirius, dem strahlenden Stern und dem großen Hund unten, sowie Procyon und dem kleinen Hund links oben. Im Griechischen bedeutet Procyon vor dem Hund und das ist wichtig, denn es bedeutet, dass Procyon in der Morgendämmerung immer vor dem Hundsstern Sirius aufgeht. Zur Mythologie nur kurz. Die Griechen sahen in Canis Minor, in dem kleinen Hund, einen Jagdhund. Und sie ordneten ihn entweder Bootes, dem Bärenhüter, zu oder Orion. Das Sternbild Gemini, die Zwillinge, ist zu finden von Orion nach Norden, nach oben. Das Sternbild ist ein langgezogenes Rechteck und liegt auf der Ekliptik, daher sind hier Planetendurchzüge häufig. Durch das Sternbild Gemini zieht die Milchstraße, daher gibt es einige interessante Objekte, zum Beispiel den offenen Sternhaufen M35. Hier ein Bild zur Orientierung mit Hilfslinien. Das Sternbild Gemini, Zwillinge, ist ein altes Sternbild von Claudius Ptolemäus. Die Hauptsterne sind Castor, ein komplexes System mit drei Hauptsternen mit kleinen Begleitern, sowie Pollux, ein 48 Lichtjahre entfernter oranger Riesenstern.
Hier noch einmal das Übersichtsbild mit Orion in der Mitte, Sirius, dem strahlenden Stern mit dem großen Hund im Westen links unten und Prokyon mit dem kleinen Hund links oben, ebenfalls im Westen zum Norden hin, Prokyon immer vor dem Hund aufgehend. Dann ganz nach rechts der Stier mit Aldebaran und den Hörnern und nach oben von Beteigeuze nach Norden die Zwillinge Castor und Pollux, das helle Element am Nordhimmel muss ein Planet sein, kein Fixstern. Zur Mythologie der Zwillinge Gemini, die ist etwas komplizierter. Die Dioskuren, die Söhne des Zeus, die Göttersöhne Castor und Pollux. Die Mutter Leda empfing Castor vom Ehemann König Tyndareus von Sparta und Polydeukes, auf Lateinisch Pollux, von Zeus in Gestalt eines Schwanes. Daher war Castor menschlich und sterblich und Pollux dagegen göttlich und unsterblich. Die Zwillinge waren unzertrennlich und begleiteten Jason und die Argonauten und erlebten viele Abenteuer. Nach einem Streit mit den Zwillingsbrüdern Lynceus und Idas überlebte nur Pollux. Dieser bat Zeus, seine Unsterblichkeit mit seinem Bruder teilen zu können. Somit verbringen die Brüder nunmehr ihre Tage abwechselnd im Hades und im Olymp und sind als Sternbild gemeinsam verewigt. Das Sternbild Pegasus. Pegasus ist das große Sommerviereck und besitzt einen gemeinsamen Verbindungsstern zur Andromeda. Pegasus ist ein altes ptolemäisches Sternbild. Pegasus ist zu finden direkt neben Andromeda oder deutlich östlich vom Stier. Pegasus wirkt wie ein großer, rechteckiger Kasten, immer hoch oben im Zenit zirkumpolar, mit dem langen Kopf und Hals des Pferdes nach außen gerichtet. Das mythische Pferd der griechischen Sagenwelt galoppiert immer im Kreis um den Polarstern, Kopf und Flügel nach außen. Eine Besonderheit: 1995 wurde bei einem Stern von Pegasus, nämlich 51 Pegasi, der erste extrasolare Planet nachgewiesen, etwa halb so groß wie unser Jupiter und ebenfalls ein Gasriese. Zur Mythologie: Pegasus ist das geflügelte Pferd der griechischen Mythologie. Es entsprang dem Hals der gefährlichen Medusa, nachdem Perseus ihr den Kopf abgeschlagen hatte. Bellerophon fing es ein und erlebte mit ihm viele Abenteuer. Als er mit ihm sogar zu den Göttern reisen wollte, schickte der erzürnte Zeus eine Bremse, Pegasus scheute und warf Bellerophon ab. Pegasus wurde jedoch in den Olymp aufgenommen und trägt seitdem die Blitze des Zeus. Das Sternbild Cassiopeia. Die Cassiopeia ist das charakteristische große W am Himmel. Sie ist nördlich zirkumpolar und bereits ein altes, antikes Sternbild. Cassiopeia steht nördlich von ihrer Tochter, der Sternenkette Andromeda. Ein weiterer Weg, um Cassiopeia zu finden: sie steht über den Polarstern, also genau im Norden, in etwa gleicher Entfernung, in Opposition gegenüber dem großen Bären, großen Wagen. Hier noch einmal ein natürliches, ein natives Himmelsbild. Die Cassiopeia links etwas oberhalb des Zentrums als großes W und rechts unten die Sternenkette der Andromeda. Nur zur Verdeutlichung, hier ist das W der Cassiopeia. Und hier darunter die Sternenkette der Andromeda, langgestreckt und sozusagen links westlich von Pegasus. Die Mitte des großen Himmels W zeigt ziemlich genau nach Norden auf dem Polarstern. Die Milchstraße zieht
durch das Sternbild Cassiopeia hindurch, daher finden sich hier einige interessante Objekte, mehrere Sternhaufen und Nebel. Tycho Brahe, gesprochen Tycho Brahe, der bekannte dänische Hofastronom des deutschen Kaisers, beobachtete im Sternbild Cassiopeia 1572 einen neuen Stern. Er nannte ihn eine Nova und der Begriff stammt von ihm für einen neuen Stern, also in der Regel für eine Sternexplosion. Der Überrest dieses Sterns ist ein Explosionsnebel, den wir heute noch sehen können. Außerdem liegt die größte Radioquelle des Himmels hier. Sie ist der Überrest einer anderen Supernova von 1680. Das hier ist von Tycho Brahes Sternexplosion 1572 übrig geblieben. Das wurde immer als Nebel, als planetarischer Nebel bezeichnet. Man konnte sich nicht anders helfen. Mit dem bloßen Auge konnte man sonst nur die punktförmigen Sonnen, die Sterne selber sehen, alles andere waren Nebel. Erst heute durch die modernen Methoden der Astronomie können wir erkennen, was hinter diesen Nebeln steckt. Hier noch einmal ein natürliches, ein natives Himmelsbild von Cassiopeia und westlich davon, hier links unten, wurde zufällig aufgenommen ein Meteor aus dem Strom der Perseiden. Zur Mythologie von Cassiopeia im Folgenden bei Andromeda, ihrer Tochter. Das Sternbild Andromeda. Die Andromeda bildet eine Kette von 5 Sternen nordwestlich, also in Anführungsstrichen links von Pegasus und ist ein altes ptolemäisches Sternbild. Oberhalb am Himmel folgt ihre Mutter Cassiopeia und nach Westen, nach links, steht der Held Perseus. Die Andromeda ist 1200 Lichtjahre entfernt und teilweise zirkumpolar. Ihr hellster Stern ist Alpha Andromedae, Alpha Ratz, das ist der Verbindungspunkt zu Pegasus, der angekettete Kopf der Andromeda, welcher früher sogar als Sira zu Pegasus gerechnet wurde. Das ist ein natürliches, ein natives Himmelsbild mit Cassiopeia und Andromeda, also mit dem Himmelsweh und der Sternenkette. Und zwar ist das genau das Bild vom Anfang des Vortrags, eine Folie mit dem Titel Alles schwarz und ein paar Pünktchen, man erkennt nichts. Jetzt erkennen wir tatsächlich mehr. Hier eine weitere Darstellung des Sternbildes Andromeda, der langgestreckten Sternenkette mit Hilfslinien. Wer ganz genau hinsieht, kann oberhalb des dritten Sternes, egal ob von rechts oder von links, und etwas rechts davon, das kleine Nebelchen erkennen, das unsere Nachbargalaxie, die Andromeda-Galaxie, darstellt. Die genaue Erläuterung erfolgt später. Eine schematische Darstellung von Andromeda und dem Nebel M31 sowie der Nachbarschaft Pegasus, ihrer Mutter, Cassiopeia und Perseus westlich davon. Zur Mythologie von Andromeda. Cassiopeia, die äthiopische Königin und Gemahlin von König Cepheus, prahlte, dass ihre Schönheit und die ihrer Tochter größer seien als die der Nymphen des Meeres, der Nereiden oder Plejaden. Diese beklagten sich daraufhin bei dem Gott der Meere Poseidon, der sandte ein Ungeheuer, den Wal Cetus, um die Küste des Königreichs zu verwüsten. Das brave Tier tat dies sehr gründlich, die Not war groß. Das Orakel wurde befragt, laut Orakelspruch konnte nur das Opfer der einzigen Tochter Andromeda, das Untier, besänftigen. Folgerichtig wurde Andromeda, leicht bekleidet, am Ufer angekettet. Hier eine immerhin 2000 Jahre alte Darstellung. Es kam natürlich was dazwischen. Wie immer im letzten Moment erschien der Held, diesmal der fliegende Held Perseus mit seinen Flügelschuhen. Er schlug das Ungeheuer und nahm Andromeda zur Frau. Sie lebten lange und glücklich miteinander. Die Götter waren darüber sehr zufrieden und verewigten alle am Himmel, inklusive Cetus, den Walfisch.
Der Andromedanebel oder die Andromeda-Galaxie M31 ist ein kleines, nebliges, unscheinbares Fleckchen oberhalb des dritten Sternes von rechts oder von links gemessen in der Kette des Sternbildes Andromeda. Der stärkere blaue Pfeil zeigt darauf. Es ist erkennbar eben ein kleines, nebliges, verschwommenes Fleckchen und kein punktförmiger Stern wie ein Fixstern. Es handelt sich dabei um das am weitesten entfernte Objekt, das man mit bloßem Auge noch sehen kann. Hier noch einmal das bereits bekannte Schema, aber diesmal mit dem Fokus auf die Andromeda-Galaxie M31. Also oberhalb nördlich des dritten Sternes in der Kette von Andromeda und etwas rechts von diesem Stern in Richtung auf die Kassiopeia. Dort finden wir das kleine Nebelchen. Der Andromedanebel ist die Schwestergalaxie zu unserer Milchstraße in 2,5 Millionen Lichtjahren Entfernung und gehört zur sogenannten lokalen Gruppe der Galaxien. Diese Schwestergalaxie ist ähnlich wie unsere Milchstraße eine Spiralgalaxie, unsere Milchstraße allerdings eine Balkenspirale. Die Andromedagalaxie hat einen Durchmesser von 150.000 Lichtjahren und unsere etwas massereichere Milchstraße einen Durchmesser von knapp 200.000 Lichtjahren. Im Zentrum bei Andromeda sitzt wie bei uns auch ein massereiches schwarzes Loch, das allerdings 24 mal so stark ist wie unser eigenes, Sagittarius A genanntes zentrales schwarzes Loch, also ein wahres Schwerkraftmonster. Daneben befinden sich 40 kleine Satellitengalaxien. Diese Schwester kommt zu uns, sie rast auf uns zu. Und in 4 bis 10 Milliarden Jahren, nicht Lichtjahren, kommt es zur Kollision. Aus der Verschmelzung entsteht im Tanz der Galaxien, eine Computersimulation, eine große gemeinsame elliptische Galaxie. Das Bild zeigt den atemberaubenden Blick in den Nachthimmel von der Erde aus in fast 4 Milliarden Jahren, wenn die Andromeda-Galaxie sehr dicht bei uns ist. Wenn es dann intelligentes Leben gäbe, in welcher Form auch immer, wäre der Anblick ebenso faszinierend wie furchterregend. Zur Geschichte des Andromedanebels. Das Bild ist übrigens eine der allerersten Fotografien am Ende des 19. Jahrhunderts über unsere Schwestergalaxie. Also, bereits im 10. Jahrhundert wurde der Andromedanebel von dem persischen Astronomen Al-Sufi gesehen. Lange hielt man ihn für einen Bestandteil unserer Milchstraße. Auffällig waren aber immer schon die hohe Geschwindigkeit und die Spektrallinienverschiebung. So bei William Huggins 1864 und bei Ernst Hartwig 1885 durch Beobachtungen an einer Supernova. Arthur Eddington vermutete 1914 erstmals, dass Spiralnebel Galaxien seien. Bestätigt wurde das durch Beobachtungen am Mount Wilson Observatorium 1923 mit Nachweis von Sternen in dem Nebel. 1923 berechnete Edwin Hubble mit veränderlichen Sternen der Cepheidenklasse die Entfernung von 900.000 Lichtjahren. Zwar falsch, er bewies aber damit, dass der Andromedanebel ein Objekt außerhalb unserer Galaxis sein muss, da diese einen maximalen Durchmesser von 200.000 Lichtjahren hat. Mit diesem schönen Bild unserer Nachbargalaxie im UV-Licht wünsche ich uns zum Abschluss weiterhin viel Staunen beim Blick nach oben und Freude beim Wiederfinden und Erkennen von Strukturen. Dr. Hans-Jürgen Alexi.